Die Regierung sagt der Mafia den Kampf an. Aber ihr Boss John Gotti ist unantastbar. Nicht schuldig. Das FBI gerät unter Druck. Für eine Verurteilung brauchten wir seine Gespräche. Umso größer die Erleichterung, als der Lauschangriff Früchte trägt. Ich schneide dir den verdammten Kopf ab. Und Gotti von seinem Unterboss verraten wird. Wir haben Schach gespielt. Er hat verloren. 7 Verräter und 100 Tote waren nötig, um mir was anzuhängen. Die Fragen und Antworten. Alles über die Jagd nach dem Mafia-Boss John Gotti. Montag, 16. Dezember 1985. 17.26 Uhr. New York City. Rush Hour nach dem ersten Arbeitstag der Woche. Plötzlich mischen sich Schüsse in den Lärm des Feierabendverkehrs. Vor dem Sparks Steakhouse begehen 4 Männer einen dreisten Mord. Die Opfer steigen gerade aus einem Wagen und werden von jeweils 6 Kugeln getroffen. Dann verschwinden die Täter in der Menge. Dieser Vorfall wirft die erste von vielen Fragen auf, die es zu beantworten gilt. Wieso begeht jemand einen Doppelmord in aller Öffentlichkeit? Der Tatort liegt im Herzen New Yorks, an der East 46th Street mitten in Manhattan. Die Polizei findet die Leichen von 2 Männern in Blutlachen neben ihrem Wagen liegen. Wo wurden sie getroffen? Am Kopf und am Körper. Detective Jimmy Turnbull erinnert sich, dass die Identität der Opfer zunächst unklar war. Es gab Zeugenberichte von mehreren flüchtigen Männern mit russischen Mützen. Wir dachten, die Opfer wären möglicherweise Diplomaten von den Vereinten Nationen. Aber bald stellt sich heraus, dass die Toten keine Diplomaten, sondern hochrangige Mafiosi sind. Paul Castellano, genannt Big Paul, ist das Oberhaupt der mächtigsten kriminellen Organisation der Stadt, der Gambino-Familie. Ihr Gründer Carlo Gambino war einer der legendärsten Mafia-Paten New Yorks. Das zweite Opfer ist Thomas Bilotti, der Vizechef oder Unterboss der Gambinos. Boss und Unterboss stehen an der Spitze einer hierarchischen Pyramide aus Capi, einfachen Soldaten und Verbündeten. Alle geben einen Teil ihrer illegalen Einnahmen an die Oberhäupter ab. In New York gibt es 5 einflussreiche Mafia-Clans. Gambino, Genovese, Bonanno, Lucchese und Colombo. Sie gehören zu einem Geheimbund, der in mindestens 25 amerikanischen Bundesstaaten operiert. Bekannt ist er unter dem Namen Cosa Nostra, übersetzt unsere Sache. Mit Schmiergeld und Gewalt kontrolliert die Cosa Nostra Politiker und die 4 großen Gewerkschaften. Transportarbeiter, Hafenarbeiter, Bauarbeiter und Hotel- und Gaststättenangestellte. Sie nutzt ihren Einfluss, um sich vorteilhafte Aufträge und Provisionen in verschiedenen Branchen zu sichern. Jeder in New York hat unter den Folgen der Korruption zu leiden. Wie beeinflusst die Mafia das Leben in Amerikas größter Metropole? In den 80er Jahren zwingen die wachsende Macht und die brutalen Methoden der Mafia das FBI, dem Kampf gegen das organisierte Verbrechen höchste Priorität einzuräumen. Aber Ermittler wie George Gabriel haben einen schweren Stand. Die Mafia stellte eine ernste Gefahr dar und war sehr gewalttätig. Die Stadt war mit Leichen gepflastert, besonders in den frühen 80ern. Am 18. Dezember 1985, 2 Tage nach den Morden an Castellano und Bilotti, bringen Zeitungen den Vorfall mit einem schillernden Capo der Gambino-Familie in Verbindung. Sein Name John Gotti. Warum lässt Gotti seinen Boss und Unterboss töten? Am 24. Dezember 1985, kaum eine Woche später, entstehen diese Aufnahmen von mehr als 200 vermutlichen Mafiosi bei einem Treffen mit Gotti. Vor einem seiner Lieblingslokale in Manhattan, dem Riverside Social Club. Gotti scheint sich zum neuen Boss der Gambino-Familie krönen zu lassen. Seine elegante Erscheinung und teuren Maßanzüge bringen ihm in der Presse den Beinamen Dapper Don ein.
Zu diesem Zeitpunkt laufen bereits Ermittlungen gegen Gordy wegen einer Vielzahl von Verbrechen. Das FBI führt den landesweiten Kampf gegen die Cosa Nostra an und kann sich damit rühmen, dass ihm die Bosse der New Yorker Mafia-Familien, Lou Casey, Colombo und Genovese, ins Netz gehen. Aus dem Weg! Schubst ihn, nicht mich! In Manhattan erklärt der damalige Bundesstaatsanwalt Rudolph Giuliani das Ende der Mafia zum obersten Ziel seiner Behörde. Wir können die Mafia in 3 bis 5 Jahren zerschlagen, wenn wir weiterhin Druck ausüben. In seiner neuen Rolle als Boss der Gambinos rückt Gordy ins Fadenkreuz mehrerer Behörden. Es gibt einen regelrechten Wettlauf um seine Verurteilung wegen Körperverletzung, Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und Mord. 2 Ermittlungen führen bald zu Prozessen. März 1986. Queens, New York. Im ersten Verfahren wirft die Staatsanwaltschaft Gordy und einem Komplizen schwere Körperverletzung vor. Die Anklage stützt sich auf die Aussage eines Kühlschrankmechanikers namens Romuald Pajcik, der behauptet, die beiden Männer hätten ihn im Streit um einen Parkplatz verprügelt. Vor Gericht jedoch schockiert Pajcik die Ankläger. Im Zeugenstand ändert er seine Geschichte und sagt aus, er könne sich nicht an die Angreifer erinnern. Der Presse gegenüber bestätigt er seinen erstaunlichen Sinneswandel. Hätte ich mich hinstellen und sagen sollen, Mr. Gordy und Mr. Coletta haben mich überfallen und beraubt? Ich bin nicht sicher. Der Richter weist die Klage ab. Wieso ändert das Opfer seine Aussage? Nach diesem Triumph vor Gericht rückt Gordy mit seinem pressefreundlichen Auftreten immer mehr ins Scheinwerferlicht. Manche fühlen sich durch ihn in die Ära der Glamour-Gangster wie Al Capone zurückversetzt. In Gordys Umfeld verschwinden regelmäßig Konkurrenten und tauchen als Leichen wieder auf. So auch Robert DiBernardo oder DB, der im Juni 1986 als vermisst gemeldet wird. Am 25. September 1986 beginnt in Brooklyn ein zweites Verfahren. Diesmal vor einem Bundesgericht. Gordy und 6 Mitangeklagte werden der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und des Mordes beschuldigt. Die stellvertretende Bundesstaatsanwältin Diane Jackalone und ihr Kollege John Gleason können mit Unterstützung der New Yorker Polizei und der Drogenbehörde rechnen. Auch das FBI war ursprünglich an den Ermittlungen beteiligt, beendete die Zusammenarbeit jedoch bald. Das FBI war mehr als unkooperativ. Sie wollten mit unserem Fall nichts zu tun haben. Wenn der Kampf gegen die Mafia höchste Priorität hat, wieso verweigert das FBI dann der Bundesstaatsanwaltschaft die Hilfe? Staatsanwältin Jackalone ruft mehrere rangniedrige Mafia-Überläufer in den Zeugenstand. Jeder bestätigt John Gordys Rolle innerhalb des Gambino-Clans und seine Mitschuld an schweren Verbrechen. Gordys Anwalt Bruce Cutler stellt die Glaubwürdigkeit der Zeugen in Frage. Vor Gericht nennt er sie Berufsverbrecher und Penner. Besonders deutlich greift er in aller Öffentlichkeit einen von ihnen an, Edward Maloney. Ein Drogendealer, Lügner und Betrüger. Seine Aussage hat sehr wenig Gewicht, außer für die Regierung, die eine Absprache mit ihm getroffen hat. Am 13. März 1987 wartet Gordy darauf, dass die Geschworenen über sein Schicksal entscheiden. Er wirkt verdächtig ruhig. Die Geschworenen befinden Gordy und seine Handlanger für nicht schuldig in allen Anklagepunkten. Eine herbe Niederlage für die Staatsanwaltschaft. Wir rechneten mit einer Verurteilung und dann wurden alle freigesprochen. Es war niederschmetternd. Wieso befinden die Geschworenen Gordy für nicht schuldig? Jerry Capici berichtete für die New York Daily News über den Prozess und erlebte, wie Gordys Beliebtheit in die Höhe schoss. Für einen Reporter war das eine tolle Story. Der Typ führte das FBI vor und gewann den Prozess. Die Leser wollten immer mehr über ihn wissen. Was sagen Sie zu dem Urteil? Kein Kommentar, wie fühlen Sie sich? Nach der Urteilsverkündung kehrt John Gordy in sein Haus in Howard Beach zurück.
Hier gilt er als Volksheld, als moderner Robin Hood. Vom armen Jungen zum charismatischen Mafia-Boss, dem die Regierung nichts anhaben kann. Er ist ein guter Mann, ein Familienvater. Ein Mann, der Feste für das ganze Viertel ausrichtet und für wohltätige Zwecke spendet. Gehört er ins Gefängnis? Nein, er ist sehr beliebt. Er ist der Held von Howard Beach. Gordys Fähigkeit, einer Verurteilung zu entgehen, bringt ihm einen neuen Spitznamen ein. Teflon Don. Indessen gerät das FBI immer mehr unter Druck. Bruce Mau hatte 1980 die Leitung der Gambino-Ermittlungsgruppe übernommen. Wegen seiner öffentlichen Beliebtheit und Bekanntheit wurde von uns erwartet, John Gordy endlich hinter Gitter zu bringen. Innerhalb des FBI werden Stimmen laut, die die allgegenwärtigen Reporter beschuldigen, ihnen die Arbeit zu erschweren. Inwiefern behindert die Presse die Ermittlungen des FBI? Nachdem Gordy zwei Verfahren gewonnen hat, beauftragt Mao Special Agent George Gabriel mit einer erneuten Untersuchung. Die beiden beschließen, etwas zu versuchen, was noch keiner gewagt hat. Gordys eigene Aussagen über seine Taten auf Band aufzunehmen. Im Falle eines Familienoberhauptes sind seine Verbrechen seine Worte. Er hat nicht selbst den Finger am Abzug, sondern beauftragt andere, das für ihn zu erledigen. Im Januar 1988 verlegt Gordy sein Hauptquartier aus dem Bergin Hunt and Fish Club in Queens in den Ravenites Social Club in Manhattan. Hier hatte er sich bereits nach dem Mord an Paul Castellano mit Mitgliedern der Gambino-Familie getroffen. In den engen und geschäftigen Straßen von Little Italy ist das FBI im Vorteil. Unbemerkt können die Agents hier Gordys Hauptquartier beobachten. Wird die neue Strategie der Ermittler aufgehen? Februar 1988, New York City. John Gordy steht auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Seit der Ermordung von Paul Castellano ist er der Boss des Mafia-Clans Gambino und er hat gerade zwei Strafverfahren siegreich überstanden. Wird die Regierung Sie reinlegen? Ihr solltet mit Giuliani in der Kirche sein. Aber das FBI ist entschlossen, Teflon Don diesmal lebenslänglich hinter Gitter zu bringen und sammelt dafür eifrig Beweise. Unter der Leitung von Bruce Mau macht sich ein Videoüberwachungsteam an die Arbeit. Aus einer Wohnung zwei Ecken weiter beobachtet es Gordys neues Hauptquartier, den Ravenite Social Club. Man hatte klare Sicht auf die Mulberry Street und über die Bäume hinweg auf die Eingangstür des Clubs. Wir konnten sehen, wer kam oder ging. Gordy hält im Ravenite regelmäßige Treffen ab. Das war ein großer Durchbruch für uns. Er empfing diese Leute manchmal fünfmal in einer Woche. Und das war das Gegenteil jeder bisherigen Mafia-Taktik. Seine Vorgänger verstanden, dass Treffen den Ermittlern helfen. Je weniger Treffen, desto geringer die Chancen, erwischt zu werden. Da ihm das Interesse des FBI an seiner Person bekannt ist, wieso beginnt Gordy, diese Treffen einzuberufen? Manchmal kamen zwei oder drei Männer aus dem Club, sprachen kurz miteinander und gingen wieder hinein. Das FBI stellt eine Liste mit Mitgliedern des Gambino-Clans zusammen. Dazu gehören Frank Locascio, genannt Frankie Loke, und Salvatore Gravano, genannt Sammy der Bulle. Aber die Videoaufnahmen zeigen nur potenzielle Gangster, die sich unterhalten, ohne Ton. Reichen die stummen Aufnahmen als Beweismaterial aus? Am 26. Februar 1988, im Schutz der Nacht, dringen zwei FBI-Agents mit Hilfe eines Dietrichs in den Ravenite Social Club ein. Dort installieren sie eine Wanze in einem Hinterzimmer, in der Hoffnung, endlich belastende Gespräche auf Band zu bekommen. Aber auf den Bändern sind die Unterhaltungen von Gordy und seinen Untergebenen kaum zu verstehen. Zu viele Menschen in einem zu kleinen Raum. Es klang wie im Turm zu Babel, ein Stimmengewirr. Man konnte nichts verstehen. Die Agents verlegen die Wanze und bauen einen Rauschfilter ein. Aber das nächste Problem lässt nicht lange auf sich warten. Im Juni 1988 entdecken zwei gelangweilte Gambino-Mitglieder in Gordys altem Hauptquartier in Queens eine Wanze von einer früheren Ermittlung.
Bald darauf stellt das FBI eine Veränderung in Gordys Vorgehen in seinem neuen Hauptquartier, dem Ravenite, fest. Sie sehen ihn immer noch kommen und gehen und hören noch einige Gespräche mit. Aber ab und zu verschwindet Gordys Stimme aus dem Gewirr. Es war klar, dass er sich in einen anderen, uneinsehbaren Teil des Gebäudes zurückzog, um bestimmte Gespräche zu führen. Wo führt Gordy diese Gespräche? Am 23. Januar 1989 wird Gordy zum dritten Mal vor Gericht gestellt, diesmal vom Staat New York. Er wird beschuldigt, einen Überfall auf einen Gewerkschaftsführer namens John O'Connor befohlen zu haben. Das FBI führt immer noch seine eigene Ermittlung durch und ist von den Beweisen der Anklage nicht beeindruckt. Es handelt sich um 3 Jahre alte Audioaufnahmen aus Gordys ehemaligem Hauptquartier in Queens. Wir hatten diese Aufnahmen auch. Sie waren sehr schwer zu verstehen und wir glaubten nicht, dass das ausreichen würde, um John Gordy zu verurteilen. Vor Gericht spielt der Staatsanwalt einen Abschnitt vor, in dem Gordy jemandem O'Connors Namen und Adresse nennt. John O'Connor. John O'Connor, 608, 16, noch was, Broadway. An anderen Stellen sind Gordys Worte kaum zu verstehen. Laut Anklage sagt Gordy, wir machen ihn kaputt und ordnet damit den Überfall auf O'Connor an. Gordys Anwalt Bruce Cutler bezeichnet die Aufnahmen als unverständlich und wirft den Ermittlern vor, sie hätten sich eine Interpretation zurechtgelegt, um seinen Mandanten zu schaden. Sie haben das auf dem Band gehört? Ja. Wissen Sie, was Mr. Gordy dachte, als er das sagte? Ja. Sie können Gedanken lesen. Es ist offensichtlich... Wissen Sie, was er jetzt denkt? Nein, Sir. Sehen Sie ihn an und sagen Sie mir, was er denkt. Wenn ich das wüsste. Die Verteidigung stützt sich hauptsächlich auf eine Zeugenaussage, die des angeblichen Opfers. John O'Connor tritt in den Zeugenstand und beteuert, er habe keine Ahnung, wer ihn angegriffen hat. Am 9. Februar 1990 wird die Urteilsverkündung live im Fernsehen übertragen. Befinden Sie den Angeklagten für schuldig oder nicht schuldig? Nicht schuldig. Zum dritten Mal innerhalb von 4 Jahren wird Gordy unerwartet freigesprochen. Bei seiner Rückkehr zum Ravenite Social Club wird er von Fans und Journalisten umlagert. Die Presse stellt ihn erneut als Edelgangster dar, dessen Listigkeit und Charisma ihn unantastbar machen. Jerry Capici interviewte den Leiter der FBI-Abteilung für organisiertes Verbrechen, Jules Bonavolonta. Er sagte, John Gordy weiß, dass er noch nicht mit der geballten Macht des FBI verfolgt wurde. Wenn das passiert, wird er nicht freigesprochen, sondern geht unter. Wieso ist das FBI so zuversichtlich? Am 11. Dezember 1990, 10 Monate nach dem dritten Freispruch, durchsuchen FBI-Agents und New Yorker Polizisten den Ravenite Club. Sie verhaften Gordy und seine engsten Mitarbeiter Frankie Locascio und Sammy Gravano. Den Männern wird Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und Mord vorgeworfen. Special Agent George Gabriel soll John Gordy ins FBI-Büro bringen. Auf der Fahrt durch Little Italy rühmt er sich damit, dass er auch diesen Prozess gewinnen wird. Ich sagte, in der Vergangenheit hatten sie Glück, aber damit ist es vorbei. Jede Wette. Also sagte ich, wie wäre es damit? Der Verlierer verlässt die Stadt. Das Packen können sie sich sparen. Dort, wo sie hingehen, brauchen sie keine Anzüge. Die Zuversicht der Ermittler scheint keinen großen Eindruck auf Gordy zu machen. Siegessicher begibt er sich in Untersuchungshaft. 21. Januar 1992. Brooklyn, New York. Nach 3 gewonnenen Verfahren steht John Gordy erneut vor Gericht. Beobachter sprechen vom Mafia-Prozess des Jahrhunderts. Gordy und seine beiden Stellvertreter, Frank Locascio und Sammy Gravano, müssen sich gegen eine ganze Reihe von Anschuldigungen wehren. Unter anderem wird ihnen der Mord am früheren Oberhaupt des Gambino-Clans, Paul Castellano, zur Last gelegt. 17. Februar 1992. Der stellvertretende Bundesstaatsanwalt John Gleason spielt den Geschworenen Auszüge aus 6 Stunden Audiomaterial von Gordys geheimsten Verhandlungen vor.
An einer Stelle ist trotz Hintergrundmusik zu hören, wie der Boss über die geheime Cosa Nostra spricht. Es wird unsere Sache bleiben, bis ich sterbe. Sei es in einer Stunde oder in 100 Jahren oder nach meiner Verhaftung. Es bleibt eine Cosa Nostra. Staatsanwalt Patrick Cotter erklärt, die Aufnahmen hätten bewiesen, dass Gordy Morde befahl. Ein berüchtigter Fall war das Verschwinden des Gambino-Mitglieds Robert DiBernardo, genannt DB. Es war ein unvergleichlicher Augenblick, als die Geschworenen Mr. Gordy, als ich DB töten ließ und als ich DB umlegte, sagen hörten. Als DB umgelegt wurde, wusste ich warum. Ich habe ihn umgelegt. Aber der aussagekräftigste Beweis gegen Gordy kommt aus seinen eigenen Reihen. Es ist die Aussage seines Unterbosses, Sammy the Bull Gravano. Am 2. März tritt Gravano in den Zeugenstand. Er hat sich bereit erklärt, Mafia-Geheimnisse zu verraten, im Gegenzug für Strafminderung und einen Platz im Zeugenschutzprogramm. Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein so hochrangiges Mitglied der Mafia gegen das heilige Gebot der Omerta verstößt und gegen seinen eigenen Boss aussagt. Aber nach so vielen gewonnenen Prozessen, wieso bricht Gravano das Schweigegelübde und wendet sich gegen Gordy? An 9 Prozesstagen erzählt Sammy Gravano alles über die kriminellen Machenschaften der Gambino-Familie und gibt seine Beteiligung an 19 Morden zu. Unter anderem auch an dem Mord an Castellano, den Gordy angeordnet hatte. Lokalreporter Pablo Guzman beobachtet die Reaktionen der Geschworenen. Diesen Kerl wollte man nicht zu Familienfeiern einladen. Man mochte ihn nicht. Aber irgendwie konnte man nicht wegsehen. Wie bei einem Zugunglück. Im Kreuzverhör versucht die Verteidigung, Gravano zu diskreditieren. Sie wirft ihm vor, er lüge, um sich eine Strafverfolgung wegen seiner zahlreichen Verbrechen zu ersparen. Angesichts einer solchen Vergangenheit, können die Geschworenen Gravano glauben? 2. April 1992. Nach 2 Tagen Besprechung verkünden die Geschworenen ihre Entscheidung. Sie befinden John Gordy des Mordes, der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und der Anstiftung zum Mord für schuldig. Nach 4 Gerichtsverfahren und zahlreichen Ermittlungen wird Gordy alias Teflon Don endlich eingesperrt. Die Teflonschicht ist ab, der Don ist mit Klettbändern umwickelt und jede Anklage blieb haften. Die Mafia, wie wir sie kennen, ist am Ende. Regierungsvertreter prophezeien, dass viele andere Gangster John Gordy in den Knast folgen werden. Inwiefern ist Gordys Verurteilung ein Wendepunkt im Kampf gegen die Cosa Nostra? Vielen Gordy-Fans, darunter auch seiner Tochter Victoria, fällt es schwer, sich mit dem neuen Image des Mafia-Bosses abzufinden. Mein Vater ist der letzte Mohikaner. Männer wie ihn wird es nie wieder geben. Am 23. Juni wird das Strafmaß verkündet. Vor dem Gerichtsgebäude demonstrieren hunderte Gordy-Anhänger gegen das Urteil und verlangen einen Freispruch. Aber der ehemalige Teflon Don wird zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Für die Regierung bedeutet Gordys Verurteilung das Ende einer Ära der Mafia-Dominanz. Aber die Geschichte vom Aufstieg und Fall des Dons wirft viele Fragen auf. Und wie gelang es dem FBI schließlich, Gordy zu schnappen? Diese Fragen gilt es nun zu beantworten. Die Mafia hat New York fest im Griff. Seit Jahrzehnten kontrolliert die ehrenwerte Gesellschaft die wichtigsten Industriebranchen im ganzen Land. Aber keine andere Stadt leidet stärker unter den Folgen der Korruption. Wie beeinflusst die Mafia das Leben in Amerikas größter Metropole? Indem sie die Preise steigen lässt für Nahrungsmittel, Wohnraum, Dienstleistungen. Die Mafia erpresst Schutzgeld von kleinen und großen Geschäftsleuten und droht damit, deren Güter oder Dienstleistungen sonst zu zerstören. Diese zusätzlichen Kosten belaufen sich auf mehrere hundert Millionen Dollar im Jahr. Wenn man in New York ein Hähnchen bestellte, bekam die Mafia was ab. Wenn man etwas liefern ließ, bekam die Mafia ihren Teil. Sie hatte überall die Hand im Spiel. In den 80er Jahren sind die Gambinos der größte und einflussreichste Mafia-Clan. Ihr Anführer ist Paul Castellano. Castellano führte die Familie wie eine große Firma. Er war eher Geschäftsmann als gewöhnlicher Gangster oder Mafioso. Aber Castellano hat Probleme mit einem seiner Captains, John Gordy.
Gotti war nach dem Mord an einem rivalisierenden Gangster in der Familie aufgestiegen. Inzwischen führt er seine eigene Truppe an. Aber Castellano traut ihm nicht und hält ihn für einen Unruhestifter. Gotti war ein rauer, harter Straßengangster. Castellano schätzte feine Gesellschaft. Und Gotti wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab. Man scheint sich zu arrangieren. Aber 1985 lässt Gotti Castellano und Thomas Bilotti töten. Wieso tötet Gotti seinen Boss und Unterboss? Weil seine Leute mit Drogen handeln, was Castellano verboten hat. Gotti fürchtet Sanktionen. 1983 nimmt die Polizei ein Gespräch zwischen drei Untergebenen Gottis auf. Sie sprechen über den Verkauf von Heroin und ihre Arbeit für die Mafia. Angelo Ruggiero, John Carniglia und Gottis Bruder Gene werden verhaftet. Castellano schäumt vor Wut und verlangt, die Aufnahme zu hören. Das war unerhört. Man lässt sich nicht erwischen, wenn man über Interna spricht oder über Drogen. Falls Castellano die Aufnahme bekommt, muss Gotti mit einer Degradierung oder Schlimmerem rechnen. Im September 1985 wendet sich Gotti an 10 seiner engsten Verbündeten, darunter Sammy Gravano, und bereitet Castellanos Ablösung vor. 3 Monate später erschießen Gotti-Anhänger Castellano und dessen Unterboss vor einem Steakhouse in Manhattan. In einem Interview beschreibt Gravano Jahre später, wie er und Gotti die Schießerei aus einem Wagen beobachteten. Kaum, dass Paul die Wagentür öffnete, hatten sie den Wagen umringt und schossen auf ihn. Tommy sah, wie Paul erschossen wurde. Er überlegte wohl, wohin er rennen sollte. Da kamen sie rüber und schossen ihm in den Kopf. Die Dreistigkeit der Tat wirft die Frage auf: Wieso begeht jemand einen Doppelmord in aller Öffentlichkeit? Um seinen Anspruch geltend zu machen und um seine Gegner zu entmutigen. Das war eine Machtdemonstration. Hätten sie ihre Opfer entführt, erschossen und die Leichen in irgendeinen Sumpf geworfen, hätte das nicht den gleichen Effekt gehabt. Mit dieser aufsehenerregenden Tat warnt Gotti außerdem seine Rivalen. Auch ihnen könnte das gleiche Schicksal blühen. Überall und jederzeit. Gotti hofft, so einem Vergeltungsschlag zu entkommen, denn laut Gesetz der Cosa Nostra darf man einen Boss eigentlich nur mit Erlaubnis der anderen 4 Familienoberhäupter töten. Nach dem Doppelmord verpflichten sich alle Beteiligten zu schweigen. Sammy Gravano wird sein Versprechen später brechen und vor Gericht gegen Gotti aussagen. Meistertrickser. John ist ein Trickser. Ich bin ein Meistertrickser. Wir haben Schach gespielt, er hat verloren. Gravanos Verrat wird Gottis Untergang. Aber vorläufig sind sie noch aufstrebende Freunde und Weggefährten. März 1986. Queens, New York. Gut gelaunt und elegant erscheint John Gotti vor Gericht. Der frisch gekürte Boss der Gambinos muss sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Das Opfer, Romol Pajcik, behauptet, Gotti und ein 2. Mann seien nach einem Streit um einen Parkplatz handgreiflich geworden. Aber vor Gericht kann sich Pajcik plötzlich nicht mehr an den Vorfall erinnern. Der Richter weist die Klage ab. Wieso änderte das Opfer seine Aussage? Vermutlich wurde Pajcik bedroht. Einige Tage vor der Anhörung erzählte der Kronzeuge einem Polizisten, dass sein Telefon ständig klingelte und dass jemand die Bremsen an seinem Van manipuliert hatte. In einem Fall mit Mafia-Beteiligung ist das eine mehr als deutliche Warnung. Also verweigerte Pajcik die Aussage und tauchte unter. Die Staatsanwaltschaft drängte ihn dennoch in den Zeugenstand, wo er aus Angst vor Racheakten behauptete, er hätte den Vorfall vergessen. Der Fall Pajcik war der Ich-hab's-vergessen-Prozess. Am 17. März 1987 geht das 2. Verfahren gegen John Gotti zu Ende. Diesmal vor einem Bundesgericht. Und wieder wird der Mafia-Boss in allen Anklagepunkten freigesprochen. Wieso befanden die Geschworenen Gotti für nicht schuldig? Weil der Prozess manipuliert wurde.
In diesem Fall schüchterte die Cosa Nostra keine Zeugen ein, sondern bestach einen Geschworenen. Sammy Gravano leitete es in die Wege. Sammy hat das erledigt. Gordy hat nicht fair gewonnen. Der Richter wollte einer solchen Situation vorbeugen und bestand auf die Anonymität der Geschworenen. Aber kurz nach Beginn des Verfahrens wandte sich ein Geschworener über einen Mittelsmann an Gravano und bot ein nicht schuldig für $60.000 an. Er bekam das Geld und Gordy bekam seinen Freispruch. Da sehen Sie, wie heikel das mit der Mafia ist. Dabei hatten wir anonyme Geschworene. Erschreckend. Ungeachtet des Manipulationsverdachts meinen einige Ermittler, die Staatsanwaltschaft hätte Gordy gar nicht erst anklagen dürfen. Das FBI unterstützt Ankläger in vielen Fällen, aber diesmal hielt es sich komplett raus. Wieso verweigerte das FBI der Bundesstaatsanwaltschaft die Hilfe? Weil die Beweislage mager und die Taktik fragwürdig war. Als sie vor Gericht gingen, hatten sie nur altes Zeug und schreckliche Zeugen. Die Anklage stützte sich hauptsächlich auf Aussagen von Informanten, die jedoch nicht glaubwürdig wirkten. Im Zuge ihrer Recherchen erfuhr die Staatsanwältin Diane Jackalone, dass einer von Gordys Mitangeklagten, Willie Boy Johnson, ein V-Mann des FBI war. Um Johnson zu einer Aussage zu zwingen, setzte Jackalone alles aufs Spiel und enttarnte ihn im Gerichtssaal als Verräter. Er verweigerte trotzdem die Kooperation. 18 Monate später wird er auf Befehl von Gordy ermordet. Der Verlust eines Top-Informanten ist nur eines der Probleme, mit denen sich das FBI konfrontiert sieht. Die Ermittler beschuldigen auch die Presse, ihnen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Inwiefern behindert die Presse die Ermittlungen? Seit Gordys Name ständig in der Zeitung steht, findet das FBI weniger Informanten und aussagewillige Zeugen. Das war ein großes Problem für uns, denn immer weniger Menschen waren bereit, uns zu helfen, in welcher Form auch immer. Manche mochten den Kerl und andere hatten Angst vor ihm. In den Augen der Ermittler ist die Berichterstattung zudem einseitig. Sie stilisierten ihn zum Superhelden. Für mich als Polizist war er ein Verbrecher. Mr. Gordy war im Gefängnis, weil er einen Mann in einer Bar erschossen hatte. Aber davon hörte man nichts. Die Presse meinte, das Publikum wolle etwas anderes. Die Journalisten bestehen darauf, dass sie sich nur an die Fakten halten. John Gordy wurde freigesprochen. Daran ist nicht zu rütteln. Er und die Unfähigkeit der Regierung, ihn zu verurteilen, sind für seinen Ruf verantwortlich. Immerhin bestätigen beide Seiten, dass Gordys Medienpräsenz den Druck auf das FBI erhöht. Als Gordy plötzlich Titelblätter zierte, befahl das Justizministerium, schnappt euch den Kerl. Gordys öffentlichkeitswirksame Siege vor Gericht markieren einen Wendepunkt im Kampf gegen die Mafia. Das FBI sieht sich gezwungen, ihm höchste Priorität einzuräumen. In einer Wohnung in der Nähe des Raven Knight wird eine $100.000 teure Kamera installiert, die es den Ermittlern ermöglicht, bei Gordys wöchentlichen Gangster-Stell-Dich-Eins dabei zu sein. Warum beruft Gordy diese regelmäßigen Treffen ein? Um die Treue der Gambinos auf die Probe zu stellen. Es ist schwer, etwas hinter seinem Rücken zu planen, wenn sie immer beieinander hocken und jeder hört, was der andere sagt. Bei diesen Treffen lernt Gordy auch die Dynamik und Machtstruktur innerhalb der Familie kennen und sichert sich seinen Anteil von den illegalen Einnahmen seiner Captains. Aber im Endeffekt ist es eine schlechte Strategie. Sie erlaubt dem FBI, die Besucher des Clubs auf Video aufzunehmen. Die Bänder haben bloß keine Tonspur. Waren die stummen Aufnahmen nützlich und hilfreich für die Anklage? Ja, sie waren der Beweis dafür, dass hier eine kriminelle Organisation am Werk war. Die Existenz einer aktiven kriminellen Organisation ist die Voraussetzung dafür, dass sich die Ermittler eines wirksamen legalen Hilfsmittels bedienen dürfen. RICO, der Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, ist ein Bundesgesetz, das die Verfolgung einzelner Mitglieder von Verbrechersyndikaten erleichtert.
Da sie sich ständig trafen, erschien es nur plausibel, dass sie zur gleichen Organisation gehörten. Aber obwohl Gordy es den Agents leicht macht, seine Verbündeten zu filmen, macht er es ihnen schwer, seine Gespräche zu belauschen. John stand oft auf und entfernte sich aus der Reichweite unserer Wanze im Ravenhead. Uns war klar, dass er sich irgendwohin zurückzog. Mit den Ermittlern dicht auf seinen Fersen sind Gordys Tage in Freiheit gezählt. Würde ich diesen Mist dulden, wenn ich zu Hause wäre? Bleibt nur noch die Frage, wie schafft es das Justizministerium schließlich, den Boss hinter Gitter zu bringen? April 1989. New York City. FBI-Agents haben John Gordys Hauptquartier, den Ravenite Social Club, verwanzt. Aber sie hören nichts wirklich Belastendes. Und Gordy verlässt oftmals den Raum. Wo hält Gordy seine geheimen Verhandlungen ab? In einer Wohnung über dem Ravenite. FBI-Agent George Gabriel erfährt das von einem Informanten. Ich sagte, hör mal, der Typ verschwindet ständig. Gibt es noch einen Raum in dem Haus, den er nutzt? Und da kam heraus, dass er in eine Wohnung zwei Stockwerke über dem Club ging, um Heikles zu besprechen. In der Wohnung mit der Nummer 10 wohnt die Witwe eines Gambino-Mitglieds. Das FBI installiert auch hier Wanzen. Am 21. November 1989, mitten in der Nacht, dringen zwei FBI-Techniker in die Wohnung ein und verwanzen das Wohnzimmer. Drei Monate später prophezeit das FBI Gordys Niedergang. Wieso waren die Ermittler so zuversichtlich? Sie hatten Aufnahmen von Gordys Gesprächen über Morde und andere Verbrechen. Sag diesem Penner, ich, John Gordy, werde ihm den verdammten Kopf abreißen. Diese Aufnahmen führen zur Verhaftung Gordys und seiner beiden Stellvertreter Sammy Gravano und Frank Locascio. Am 17. Februar 1992 spielen die Ankläger dem Gericht die Aufnahmen vor. Zum ersten Mal hören die Geschworenen, wie Gordy über Morde spricht, die er angeordnet hat. Er muss erledigt werden. Das hat man davon, wenn man die Verwaltung in Frage stellt. Weg mit dem Bastard! Gordy erwähnt die Morde an drei Mitgliedern der Gambino-Familie. Unter anderem auch an Robert DiBernardo, genannt Dibi. Gordy befahl dessen Tod kurz nach dem Mord an Castellano. Sie erzählten mir eine Geschichte über Dibi. Als ich ihn umlegte, war mir klar, warum. Ich hab's trotzdem getan. Die Enthüllungen auf den Bändern sind sensationell. Genau wie die Zeugenaussage von Sammy Gravano. Es ist das erste Mal, dass ein so hochrangiges Mafia-Mitglied sein Schweigen bricht und sich gegen seinen Boss wendet. Wieso wendet sich Gravano gegen Gordy? Gravano traut Gordy nicht mehr und hat Angst, als Sündenbock zu enden. Bei einer Voranhörung spielt die Staatsanwaltschaft zum ersten Mal eine Aufnahme aus dem Ravenite vor. Dabei hört Gravano Gordy über ihn sprechen. Der Don schiebt Sammy die volle Schuld an dem Mord an Gambino-Soldat Louis Di Bono zu. Sammy gab mir sein Wort. Sie hassten sich. Er bat um die Erlaubnis, Louis Di Bono zu erschießen. Aussagen wie diese bringen Gravano auf die Idee, die eigene Haut zu retten und seinen Boss im Stich zu lassen. Er hörte nicht nur, wie er mit den Morden in Verbindung gebracht wurde, sondern erkannte auch, wozu John Gordy fähig war. Gravanos Aussage nimmt 9 Prozesstage in Anspruch. In deren Verlauf gesteht er seine Beteiligung an 19 Morden. Bei so einer Vergangenheit ist die Glaubwürdigkeit des Zeugen nicht automatisch gegeben. Wieso glauben die Geschworenen Sammy Gravano? Weil er seine Taten zugibt und keinen Hehl aus seiner Absprache mit dem Staatsanwalt macht. Die Anklage stellt Gravano als Mörder vor und erklärt, dass er mit hohen Strafen rechnen muss, falls er bei einer Lüge ertappt wird. Wir konnten die Geschworenen davon überzeugen, dass er die Wahrheit sagen musste. Hätten wir ihn bei einer Lüge erwischt, wäre der Deal geplatzt und er lebenslänglich im Knast gelandet. Am 2. April 1992 wird Gordy in allen Punkten schuldig gesprochen. Und zu lebenslanger Haft ohne die Aussicht auf Bewährung verurteilt. Mit diesem Urteil geht eine bewegte Ära in der Geschichte der Mafia zu Ende. Die Regierung fühlt sich in ihren Bemühungen bestätigt. Inwiefern markierte Gordys Verurteilung einen Wendepunkt im Kampf gegen das organisierte Verbrechen?
Sie zog weitere Verurteilungen nach sich. Der ehemalige Staatsanwalt Patrick Cotter erklärt, dass das erfolgreiche Verfahren gegen Gordy vielerorts den Stein ins Rollen brachte. Mit Gordy erledigten wir den schillerndsten und mächtigsten Mafioso des Landes. Und wir halfen den Kollegen in New Jersey, Connecticut, Philadelphia, Boston. Sie leisteten auch gute Arbeit. In den ersten zwei Jahren nach Gordys Verurteilung konnten anhand von Sammy Gravanos Enthüllungen mehr als 3 Dutzend Gangster, Drogendealer und korrupte Gewerkschafter überführt werden. Er wirkte wie eine Atombombe. Man musste ihn nur erwähnen und schon bekannten sich alle schuldig. Gravano verbrachte nur 4 Jahre im Gefängnis und bekam dann seinen Platz im Zeugenschutzprogramm. Das läutete eine Ära ein, in der immer mehr hochrangige Mafiosi ihr Schweigen brachen. Der Erfolg des organisierten Verbrechens gründete auf der Omerta, der Geheimhaltungspflicht. Man konnte sich darauf verlassen, dass man von Komplizen nicht verraten wurde. Heute ist das nicht mehr möglich. Die statistische Bilanz des Kampfes gegen die Mafia? Seit Gordys Verurteilung wurden mehr als 225 Mitglieder des Gambino-Clans eingesperrt. Darunter 11 Bosse und deren Stellvertreter. Nachdem sie mehrere Jahrzehnte unter ständiger Beobachtung stand, kontrolliert die Mafia keine nationalen Gewerkschaften mehr. Auf lokalem Niveau hat sie allerdings immer noch Einfluss. Und obwohl sich alle beteiligten Ermittler einig sind, dass die Gambino-Familie deutlich schwächer ist als zu Gordys Zeit, bleibt sie doch eine der reichsten und mächtigsten kriminellen Verbindungen der USA. Ihr Vermögen wird auf mehrere 100 Millionen Dollar geschätzt. Sie zählt 200 aktive Mitglieder und mehr als 3000 Verbündete. Und was wurde aus den beiden Männern, die den Clan einst mit solcher Brutalität führten? Sammy, der Bulle Gravano, kam 2001 wegen eines Drogendelikts erneut in den Knast. Er bekannte sich schuldig und wurde zu 20 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis in Colorado verurteilt. John Gordy wurde in einem Bundesgefängnis in Illinois eingesperrt, von wo aus er die Geschäfte der Gambino-Familie durch seinen Sohn weiterführte. Erst 1996 trat er auf Drängen der anderen Bosse zurück. 1999 bekam der Journalist Jerry Capisi 4 Stunden Filmmaterial einer Gefängnisüberwachungskamera. Sie zeigen den gealterten John Gordy, der sich bei einem Besuch seiner Tochter Victoria und seines Bruders Peter Gedanken über seine Zukunft macht. Ich bin verflucht. Ich sitze in diesem Loch fest und das war's. Ich kann's nicht ändern. Er war wütend über seine Lage und verzweifelt, weil er wusste, dass er nie wieder ein freier Mann sein würde. Weißt du, warum ich hier bin? Sie brauchten 80 Millionen Dollar, 3 getürkte Anklagen und 7 Verräter, die 100 Zeugen erledigt haben, um mir was anzuhängen. Verstehst du? Es war bemerkenswert, wie oft er wiederholte, dass er Briefe aus dem ganzen Land, aus der ganzen Welt bekam. Ich habe einen Brief von einem 8-jährigen Jungen bekommen. Er schreibt, ich bewundere ihre Familienwerte. Ein Junge aus Iowa. Wahrscheinlich steht er morgens auf, füttert Kühe oder schaufelt Pferdemist. Am 10. Juni 2002, nach 10 Jahren Haft, starb John Gordy in einem Gefängniskrankenhaus an Krebs. Zu seiner Beerdigung in New York kamen hunderte Schaulustige. . 2003 wurden auch John Gordys Brüder Peter und Richard wegen Beziehungen zur organisierten Kriminalität verhaftet. Sein Sohn John saß wegen ähnlicher Vergehen 6,5 Jahre im Knast. Bis heute wurde er 3 weitere Male vor Gericht gestellt, allerdings ohne Erfolg. Als heutiger Boss der Gambinos wird John Jackie Nose D'Amico angesehen, einst ein enger Mitarbeiter von Gordy. Aber obwohl der Kampf gegen die Mafia immer noch zum Tagesgeschäft des FBI gehört, haben sich die Prioritäten geändert. Der 11. September hatte deutliche Konsequenzen. Heute konzentrieren sich die Ermittlungsbehörden des Bundes zu Recht eher auf die Bekämpfung des Terrorismus.
Seit 2001 werden immer weniger Agents für die Verfolgung des organisierten Verbrechens abgestellt. Aber die Zahl der Anklagen ist konstant geblieben, auch dank vieler zuverlässiger Informanten. Es wäre ein Fehler, in naher Zukunft zu sagen, wir haben den Kampf gewonnen. Die Mafia ist hartnäckig. So hartnäckig, dass selbst hochrangige FBI-Angestellte zugeben, die Cosa Nostra kann auf amerikanischem Boden vermutlich nie ganz ausgelöscht werden. Heutige Mafia-Bosse haben von John Gotti einige wichtige Lektionen gelernt. Es gibt keine Treffen in der Öffentlichkeit und keine Fototermine für Reporter. Stattdessen versucht die Cosa Nostra, zum Status eines Geheimbundes zurückzufinden und an eine Ära anzuschließen, die John Gotti beendet hat.